Pranayama kann dir helfen, deine Herzfunktion zu verbessern, deine Hirnfunktion zu verbessern und auch deinen gesamten Stoffwechsel in Balance zu bekommen. Und deswegen ist es wirklich wertvoll, Pranayama jeden Tag zu üben. Und dafür brauchst du nicht viel Zeit. Ich zeige dir heute die drei wichtigsten Übungen, Pranayama-Übungen für jeden Tag. Mein Name ist Dr. Ronald Steiner von AshtangaYoga.info. Und wenn du neu hier bist, klick auf Subscribe, damit du spannende Informationen wie die hier häufiger sehen kannst und erfahren kannst, wie du mit Yoga-Techniken deinen Körper und deinen Geist in Balance bringen kannst. Bevor es losgeht, klick noch auf Like. Komm dann in eine aufrechte Sitzhaltung, schließ die Augen. Und ich werde die Techniken erklären, während wir sie üben. Leg eine Hand auf den Bauch. Die Technik heißt Kapalabhati. Atme ein. Der Bauch geht nach vorne. Und atme aus durch die Nase oder es geht auch durch den Mund. Zieh den Bauch nach innen. Atme ein, lass den Bauch nach außen gehen. Wähle ein Tempo für dich, das angenehm schnell ist, aber nicht überschnell. Also durchaus einen richtig festen Stoß bei der Ausatmung mit dem Bauch nach innen. Bei der Einatmung lässt du den Bauch sanft nach vorne gehen. Während du die Übung weitermachst, erkläre ich ein bisschen den Effekt. Durch dieses schnelle Atmen wird dein Blut basisch und das basische Blut führt dazu, dass Stoffwechselvorgänge im Körper in Gang gesetzt werden, das heißt Säuren werden ausgeschieden und es verteilt sich vom Extrazellulärraum in den Innerzellulärraum und das hilft dabei, deinen Stoffwechsel in Balance zu bringen, aber auch deine Lunge zu reinigen und auch, wenn du in die Höhe gehen willst, in die Berge gehen willst, eine Höhenanpassung zu erleichtern. Wenn du merkst, es wird dir ein bisschen schwindelig, das kann passieren durch dieses Basischwerden des Blutes, atme vollständig aus, schütz die Hände auf den Knien ab, halte den Atem an, saug den Bauch ein, während du mit leerer Lunge anhältst, so lang wie möglich. Während des Anhaltens wird dein Blut wieder saurer. Das verbessert die Sauerstoffaufnahmekapazität des Blutes und erhöht die Fähigkeit, auch wie du dich anstrengen kannst, sportlich aktiv sein kannst. Dann atme ein und halte nochmal an in der Fülle. Auch wieder hier, so lang wie möglich. Mit dem gleichen Ziel, die Sauerstoffaufnahmefähigkeit zu verbessern und die Kohlendioxidtoleranz zu erhöhen. Das ist ganz wichtig, wenn du dich anstrengst. Der Erschöpfungszustand stellt sich dann ein, wenn das Kohlendioxidgehalt im Blut zu hoch ist für dein Empfinden. Und mit Luft anhalten kannst du diese Toleranz verbessern und damit einfach mehr Energie haben. Wenn du wieder ausgeatmet hast, falte die rechte Hand für die nächste Atemübung, den Zeigefinger, Mittelfinger an die Wurzel des Daumens, heb den rechten Ellenbogen, verschließ dein rechtes Nasenloch, atme links ein. Atme dabei, zähl dabei mit, wie lange du für die Einatmung gebraucht hast. Verschließ dann beide Nasenlöcher, senk den Ellenbogen, senk dein Kinn und halte die Luft an, zähl innerlich mit, wie lang du den Atem anhältst. Wenn deine persönliche Anhaltezeit erreicht ist, heb den Ellenbogen und atme rechts wieder aus, öffne das rechte Nasenloch und zwar genauso lang, wie du eingeatmet hast. Also du zählst mit, wie lang hast du zum Einatmen gebraucht, so lang brauchst du auch zum Ausatmen. Atme rechts wieder ein. Du
Verschließ beide Nasenlöcher, senk den Ellenbogen. Halte an. Und zwar genauso lang, wie du vorher auch angehalten hast. Versuch, dass von Runde zu Runde das Anhalten gleich lang wird. Wenn du deine Zeit erreicht hast, heb den rechten Ellenbogen, atme links aus. Genauso lang, wie du eingeatmet hast, atme links wieder ein. Genauso lang, wie du ausgeatmet hast. Und halte wieder an, in deinem Anhaltetempo. Während du die Runde fortsetzt, die Technik fortsetzt im eigenen Tempo, versuch, dass die Anhaltephasen gleich lang werden, von Runde zu Runde, und das Ein- und Ausatmen auch gleich lang wird. Du wirst den Effekt der Übung spüren. Diese Übung harmonisiert nämlich unsere beiden Hirnhemisphären. Das ist interessant, schon die Yogis vor 500 Jahren in den Quelltexten des Hatha-Yogas beschreiben diesen Effekt, wie es Ida und Pingala Nadi harmonisiert. Heute lässt sich das nachweisen durch funktionelles MRT, dass bei der Wechselatmung, je nachdem durch welches Nasenloch du atmest, die gegenüberliegende Hirnhemisphäre besser durchblutet ist. Und wenn wir wechseln, sich die Hirnhemisphären zusammenschalten. Und du kannst es erleben in einem Gefühl von Harmonie, von Ruhe. Setze diese Technik fort, bis du das nächste Mal links ausgeatmet hast. Dann senk deine Hände. Wir kommen zur dritten Atemübung, zu Shitali Pranayama. Dafür rollst du deine Zunge. Wenn das Rollen nicht geht, ist es nicht schlimm. Dann schürzt du deine Zunge wie so beim Pfeifen und atmest gegen den Widerstand ein. Und zwar in Oberbauch, Flanken, Rücken und Brust. Wenn du eingeatmet hast, hältst du die Luft an und atmest sanft mit einem leichten Seufzer. Der Quelltext sagt, durch die Nase aus. Es funktioniert aber auch durch den Mund, wenn du ausatmest. Setz die Technik fort, also immer beim Einatmen erzeugt einen Widerstand. Das Anhalten nur so 2 bis 3 Sekunden lang und dann mit einem Seufzer langsam ausatmen. Shitali Pranayama ist auch eine der Techniken, die die Hatha-Yogis schon vor über 500 Jahren entwickelt hatten, die heute neu erforscht ist. Die erhöht die Herzratenvariabilität. Das kannst du spüren, wenn du einatmest. Es steht ein Unterdruck im Brustraum. Deswegen atmen wirklich Oberbauch, Flanken, Rücken, Brust ein, ganz vollständig.
Und das Herz schlägt dabei schneller. Wenn du ausatmest mit diesem leichten Seufzer, wird der Herzschlag wieder langsamer. Und so ist die Herzratenvariabilität erhöht. Und die Herzratenvariabilität ist eines der wichtigsten Maße für eine gesunde Herzfunktion. Die Herzfrequenz sinkt insgesamt, der Blutdruck sinkt insgesamt. Und so erklärt es auch, dass die Hatha-Yogis schon vor über 500 Jahren in ihren Quelltexten schrieben, dass die Übung kühlend ist, kühlend und beruhigend. Du wirst es sicher spüren, wie du ganz ruhig wirst bei dieser Übung. Und wenn du einen zu hohen Blutdruck hast oder zu hohen Puls hast, kannst du nachher nachmessen. Wirst du sehen, dass der Blutdruck und der Puls sinkt bei dieser Übung. Und im Ultraschall zeigt sich auch, dass die Herzfunktion sich verbessert. Vielleicht noch einmal. Und wenn du dann ausatmest, bleib ein Stückchen einfach ruhig sitzen, während der Atem ganz ruhig flach fließt und spür, wie diese drei Atemübungen, Kapalabhati, Anuloma Viloma und Shitali, dich harmonisiert haben, deinen Geist ganz klar haben werden lassen. Aber vielleicht spürst du auch diesen Effekt auf dein Herz, auf deinen Stoffwechsel, das auch ja, irgendwie sich harmonisch anfühlt in dir. Und beende dann deine Praxis, indem du die Hände vom Herzen zusammengibst und wir einmal gemeinsam das Om rezitieren. Om. Vielen Dank fürs Mitüben. Mit diesen Übungen kannst du, wenn du sie jeden Tag ausführst, eine bleibende Veränderung, Verbesserung für deine Herzfunktion, für deine Hirnfunktion und auch für deinen Stoffwechsel erzielen. Ich freue mich, wenn du, bevor du gehst, mir noch einen Kommentar schreibst, damit ich weiß, was du erlebt hast und natürlich auch, was du dir wünschst und von mir gerne lernen möchtest. Vielen Dank. Namaste.